Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Wir wollen heute auf das Typenschild von so einer Asynchronmaschine oder eigentlich von einer elektrischen Maschine werfen. Was sehen wir da alles drauf? Ich habe das da probiert, ein bisschen herauszuzeichnen. Es muss nicht immer diese Aufteilung sein, kann es aber. Es müssen nicht alle Felder vorhanden sein, können aber. Ich möchte sie nur kurz erklären. Okay? Gehen wir durch. Ist meistens eh logisch. Ja, aber ein paar Einzelheiten haben wir, das ist vielleicht interessant. Hersteller. Ja. Hersteller, ich meine, wer ist der Erzeuger? Typ und Baugröße ist irgendeine Nummer, irgendeine Typenbezeichnung von diesem Hersteller. Wissen wir. Ja. Dann haben wir Stromart zum Beispiel. Stromart, da wäre praktisch zum Beispiel Wechselstrom, Gleichstrom. Was für welche Stromart ist diese Maschine geeignet? Okay. Arbeitsweise, was verstehen wir darunter? Darunter verstehen wir, ob es eigentlich gedacht ist als Generator oder als Motor. Das ist halt Mod oder Gen oder so irgendwas. Ja. Fertigungsnummer, also so Seriennummer, dass man auch die einzelne Turbine, Motor, die einzelne Maschine identifizieren kann. Das Baujahr steht meistens drauf. Dann haben wir Schaltung. Ja. Da steht zum Beispiel Stern oder Dreieck, so Y ist dann meistens, also oft, das ist oft so eingeschlagen und so weiter bei großen Maschinen, Schaltung und die Nennspannung. Ja. Und diese kann auch sein, dass zwei, das Stern und Dreieck, Nennspannungen gegeben sind, dann muss man sich daran halten. Nennstrom ist der Strom, wo das halt Nennstrom ist der Strom, der halt bei Nennmoment anliegt. Ja? Dann haben wir die Nennleistung. Was ist jetzt die Nennleistung? Die Nennleistung ist die mechanisch abgegebene Leistung. Ja? Das ist die Nennleistung bei einer elektrischen Maschine. Das ist vielleicht wichtig, das ist nichts Elektrisches, das ist das Mechanische, aber das ist das, was interessiert. Einheit, na, da steht halt Watt oder Kilowatt oder sonst irgendwas. Ja? Und die Nennbetriebsart haben wir noch. Und dann haben wir nämlich einen sogenannten Leistungsfaktor. Der Leistungsfaktor ist der Cosinus Phi von den Strömen und Spannungen. Ja, also wie viel davon ist Wirkleistung und Blindleistung, kann daraus herausgerechnet werden. Ja. Leistungsfaktor des Motors. Wenn ihr das nicht auskennt, gibt es Videos über Wechselstrom und über Drehstrom, Leistungsfaktor. Ja. Drehrichtung und welche Nenndrehzahl haben wir? Hier können wir dann üblicherweise zwischen Nenndrehzahl und Nennfrequenz, ja, da sehen wir dann üblicherweise, ist das eine Synchronmaschine oder eine Asynchronmaschine. Bei der Asynchronmaschine muss ja die Nenndrehzahl auf alle Fälle unter der Nennfrequenz liegen oder der theoretischen, muss man die Polbarzahl ein bisschen berücksichtigen, die kann man auch daraus lesen. Ja. Ja. Was gibt es noch? Ja. Läuferart, Schaltung der Läuferwicklung. Also zum Beispiel mit Schleifringläufern, ja, haben wir darüber gesprochen, was Schleifringläufer ist. Meistens sind dem Stern geschaltet und die zulässige Erregerspannung des Läufers. Ja. Und der Läuferstrom kann noch angegeben werden. Da gibt es nur Isolierstoffklassen. Ja. Das ist wichtig, wenn man wissen will, ja, wie heiß darf die Maschine da drinnen werden. Das ist in der Isolierstoffklasse. Da werden wir später mal in einen anderen Serienvideos drüber sprechen. Bei Antriebe, der Antriebe wird so, wie lege ich Antriebe aus, ja, nicht eine einzelne Maschine, sondern wirklich ein Antrieb, und da sprechen wir auch über die Isolierstoffklassen. Im Prinzip geht es darum, wie heiß, was wollen die für Temperaturen? Ja. Dann die IP-Klasse, ja, gibt es ebenfalls ein eigenes Video, da geht es darum, ja, wie staubdicht ist es, wie die Schutzklasse einfach. Ja. Und wasserdicht und so weiter, IP, irgendwas, zwei Nummern sind da, gibt es ein eigenes Video, kann man sich ansehen. Das Gewicht des Motors, ja, komplett, und dann gibt es noch irgendwelche zusätzlichen Vermerke. Ja, so kann so ein Leistungsschild ausschauen. Auf Wikipedia habe ich gefunden, ebenfalls ein Beispiel, ja, und da sehen wir, ABB ist in diesem Fall, ich weiß gar nicht, ob es die so noch gibt, Asea Brown Boveri, der Hersteller des Motors, irgendwelche Typenschilder, Baujahr haben wir da, Typ,
Nennleistung, also 5000 Kilowatt, 5 Megawatt. Wow. Dann haben wir Cosinus 4, haben wir da, die Masse haben wir da, die B-Schutzklasse 5,4, die Isolierstoffklasse, Stern ist geschalten bei 10.000, 10 Kilowatt, ja, und 335 Ampere. Naja, kann man sagen, Und hier sehen wir ganz eindeutig, ich meine, ist ja 50 Hertz, synchrones Drehfeld, Polbarzahl 2 wäre 1500 und wir fahren mit 1480 Nenndrehzahl. Okay, 1480 Nenndrehzahl, wir sind leicht drunter, ja. Wir haben ein bisschen Schlupf, Asynchronmaschine, es steht sogar oben drauf. Also da ist jetzt keine große Überraschung. Ja. Ja, also so kann das ausschauen. Ein zweites Beispiel, ebenfalls auf Wikipedia, haben wir da. Ja. AEG, das ist überhaupt eine wilde Sache. Ja. 4,7 Megawatt, Cosinus haben wir 0,2, Cosinus Phi, da steht ja nur Cosinus, ich meine, man kennt sich aus, ja. 0,92, 6000 Umdrehungen bei 100 Hertz, das ist aber cool, ja. Und da haben wir schon Erregerspannung, Erregerstrom und so weiter, Isolierstoffklasse, IB-Klasse, Gewicht und es ist alles da, ja. Es ist alles da. Ich meine, im Endeffekt, was interessiert uns, wenn wir es elektrisch anschließen? Wenn wir es verwenden, interessieren uns die Kilowatt, was können wir daraus, und die Drehzahl, was können wir daraus für Leistung ziehen, bei welcher Drehzahl? Und wenn wir es anschließen, interessiert uns die Volt und die Ampere und vielleicht nur die Erregervolt und Ampere. Und der Cosinus Phi, dass wir die Leitung entsprechend auslegen können. Ja. Typenschild. Das nächste Mal sprechen wir über, ich meine, jetzt sehen wir da Nenndrehzahl. Ja? Meistens will ich die Drehzahl variieren. Zumindest wenn ich irgendwelche Antriebe habe, möchte ich die Drehzahl variieren. Wie geht das? Ja? Stromrichterschaltung, ein nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.